die Ausstellung Enjoy Your Life ist von der Bundeskunsthalle in Bonn über das Rudolfinum in Prag in Richtung Martin-Gropius-Bau Berlin gegangen. Die Ausstellung ist gewachsen, hat sich entwickelt. Er hat im Laufe der Ausstellung, der Ausstellungstournee, hat er immer mehr sich auch auf Deutschland fokussiert, auf seine Heimat, auf sein ursprüngliches Umfeld. Und so sind für ihn nochmal neue Themen dazugekommen, die anfangs vielleicht ein bisschen im Hintergrund waren. Und ich denke, damit haben wir auch an eine weitere Entwicklung beitragen können. Wenn man hier den ersten Raum in der Ausstellung anschaut, der Raum hat den Titel I love my mom, I love Germany, dann merkt man schon, was sein Anliegen jetzt ist. Und dieses Anliegen, diese Auseinandersetzung eben mit Heimat, mit Basis, ist ein ganz tiefes, innenliegendes Thema für ihn. Und das hat, glaube ich, wirklich angefangen mit der Ausstellung, dann in Bonn, dann in Erlangen. Also diese Auseinandersetzung, er hat jetzt sehr lange Jahre ja in London gelebt, er kommt jetzt hierhin zurück, er macht hier Ausstellungen. Das bewegt natürlich sehr viel emotional und das zeigt sich dann auch und das spiegelt sich dann auch in seinen Arbeiten. Und wenn man durch die Ausstellung geht, dann sieht man, dass viele Erzählebenen und Strukturen wie rote Fäden sich durch die Ausstellung spinnen. Aber ein großer roter Faden ist für mich sicherlich die Auseinandersetzung mit dem Wald, mit dem Wood, Wurzeln im Deutschen. Also man kann es ja so oder so lesen und interpretieren. Und dieses Beschäftigen mit dem, wo komme ich her, was macht mich aus, wo sind meine Wurzeln, wo liegen meine Wurzeln, endet sicherlich für mich im letzten Raum der Ausstellung, wo er ganz stark sich eben mit Waldlandschaften auseinandersetzt. Es sind zwar kanadische Waldlandschaften, aber es ist trotzdem eben ja, die Beschäftigung mit Natur, mit Menschen in Natur. Die Handschrift ist in allen Bereichen immer erkennbar typisch Jürgen Teller. Und das bedeutet ja auch schon sehr viel, wenn man eine Handschrift als Künstler entwickelt hat, die eindeutig immer identifizierbar ist. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt in Berlin zu sehen ist. Ich finde, es ist immer wieder überraschend, was er macht. Ich kenne Bilder über seine Familie und ich kenne natürlich die ganzen Fotos von den tollen Models und von den Schauspielerinnen. Eine fantastische Ausstellung. Ich bin ganz begeistert. Es ist eine Weiterentwicklung der Prager Ausstellung mit einer Beendigung, die ist ganz neu. Und ich finde das toll, wunderbar. Ausstellung in Berlin ist schön geworden.